Wann sind Sie denn reif für Angela Merkel? Ich hoffe erst nach der Wahl. Weil ich hab jetzt gerade am Donnerstag das Interview in der Zeit mit ihr gelesen und habe gemerkt, wenn man mit ihr redet, dann kommt ja gar nichts raus. Also die möchte nicht mit dem Volk reden und dann möchte ich auch nicht mit ihr reden. Ja, aber empfinden Sie das so? Da liest man sich das Zeitinterview durch und da kommt keine Antwort raus. Das sind alles nur Ausflüchte. Stefan Niggemeier hat das ganz schön erklärt diese Woche. Das ist doch... Da ärgere ich mich doch nur selbst. Und ich gehe davon aus, dass ich mit ihr vielleicht nur einmal reden werde. Und dann lieber an einem Zeitpunkt, wo es sich lohnt. Vielleicht nach der Wahl. Wo sie Lust hat, möglicherweise ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, weil ich glaube, aktuell, wenn man so neben ihr sitzen würde und sie noch duzen würde und auf ihren Schoß sitzen würde, ich weiß nicht, ob sie das mögen würde.